Justizverbrechen live in Nürnberg 2020 im Mai. Ich muss improvisieren, weil die beiden Kameras einen Displayschaden haben. Bitte um Nachsicht beim Betrachten der Videos. Normalerweise sind die immer exakt eingeblendet. Jetzt kann es sein, dass eben aufgrund der Blindaufnahme, aber der Ton ist klar erkennbar, das eine oder andere vielleicht nicht so ins Auge passt für Sie. Zurück zur Hauptsache. Justizverbrechen in Nürnberg. Würderaub, wörtliches Gehör, Raub etc. Glück hat man beim Schlotfeger, aber nicht vor Gericht. Auf hoher See und vor Gericht ist man in anderen Händen, habe ich heute mehrfach erfahren. In der Notaufnahme, wenn man landet, die Mutter hat eine Autoimmunerkrankung dadurch bekommen, durch diesen Schimmelprozess, der seit September 2014 und jetzt haben wir 19. Wie viele Jahre? Fast 6 Jahre dauert. 5 Dreivierteljahre, Entschuldigung, genau gesagt. Der Mietvertrag wurde gezeichnet im Mai. Aus Sicherheitsgründen musste schnellstmöglich dann wegen Mordgefahr die Mutter nach Nürnberg in eine neue Wohnung. Und da gab es eben einen Scheidungsspruch und daraufhin wollte eben der Ex-Mann die Gymnasialkindsmutter um die Ecke bringen, auf Fränkisch gesagt. Gebe niemals auf, hoffe ich, dass man da sieht. Aber das ist ein Raub an meiner Lebenskraft, an meiner Lebenszeit und natürlich bei so vielen Menschen, die ich alle angerufen habe. Ich habe heute zum 13.05. knapp 11,5 Stunden oder ja, sagen wir 11 Stunden telefoniert in dieser Sache. Und es gibt noch einen Krebspatienten und es gibt einen weiteren unbegründeten Wohnungsmieterskandal. Aber jetzt bleiben wir bei dieser Sache. Welcher Paragraph greift hier? Der Sittenparagraph müsste schon längst gegriffen haben. Muhammad Ali sagte, never give up. Mit diesen Händen hoffe ich, weltweit Zeichen setzen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Barroso. Nicht nur 2007 beim G8-Gipfel für seine Worte. Das ist die etwas andere Corona-Party, After-Show-Party, die man keinen Menschen wünschen möchte. Das, was ich jetzt im Moment erleben muss, ist höchste Eisenbahn, dass da gehandelt wird. Warum macht sich das Gericht keine Gedanken und lehnt Einwände über Einwände, neue Beweismittel einfach ab? Warum? Sagen Sie mir das bitte. Haben Sie gehört, wenn ich nicht so laut spreche? Sehen Sie hier den Schimmel? Ja, das ist alles passiert. Und wissen Sie, wann? Im Hochsommer. Und wissen Sie, warum? Weil die Gymnasialkindsmutter, ja, die Aristokratin, sich erlaubt hat, nach Hause zu fahren, ihre kranke Mutter zu unterstützen, ihre herzkranke Mutter, die sehr traurig ist, wenn der Junge, der Enkel, nicht da ist. Ist auch verständlich. Da war aber noch keine Corona-Zeit. Und ich bin dem wörtlichen Gehör, dem rechtlichen Gehör, Entschuldigung, korrekt gesagt, so beraubt worden wie ein Krokodil. Wenn es vor mir steht, habe ich auch kein Wort mehr zu sagen. Dieses Puzzle, das Sie hier sehen, soll Zeichen setzen. Und hier geht's ab nach Moskau mit der Maschine. Wann, weiß ich nicht. Sobald ich eingeladen werde, bin ich dort. Dann soll dieser Diplomat mit rüberkommen und soll zu den Präsidenten der Justiz in Nürnberg hoffentlich offene Türen und Ohren bekommen. Wer hier aufgibt, wer hier wegschaut, ist definitiv Täter. Wer davon Kenntnis hat, von diesen Machenschaften vor Gericht. Nur weil ich
bei meiner Wahrheit bleiben möchte, wird mein Gehör noch nicht, betone ich, gehört. Aber ich habe noch große Kontakte im Beto. Nicht nur beim ersten getroffen, sondern auch im zweiten. Und wer nicht aufgibt, der siegt. Der Schadenersatz ist nicht unerheblich. Der Schadenersatz am Kind, an der Mutter ebenso nicht unerheblich. Und ich hoffe, dass die Lügen aufgedeckt werden, der beiden Gutachter. Wenn ein Gutachter bei der ersten Advokatin, den die Kindsmutter hatte, die Gegenüberseite ja fragt, also praktisch, er ist ja bestellt worden vom Gericht als neutraler Gutachter, und dann wird dieser Gutachter K. in der Vernehmung gefragt vor Gericht, und danach wirft er einen Blick auf die Gegenpartei von der Kindsmutter und fragt, ist das so richtig, wie ich das sage? Da hätte sofort die Advokatin der Mieterin, der Geschädigten, jetzt noch Geschädigten, sofort der sogenannten Schimmel angeblich Verursacherin, wenn sie zu Hause im Urlaub ist und 6 Wochen nicht da ist, kriegt sie natürlich den Wasserschaden nicht mit, der in dem ganzen Haus war. Und der Schimmelwucher, der war ja grausam in allen Ecken. Jetzt ist er nur noch in der Küche. Und in der Küche ist die Außenwand immer noch durchlässig. Entschuldigung, wenn es regnet, kommen Wassertropfen rein. Ja, klar, die Mieterin ist für die Isolation zuständig. Ich weiß, Herr Gutachter, ich weiß auch, warum Sie Gutachter geworden sind. Da gibt es nämlich jetzt ganz spezielle Recherchen. Guten Tag. Und ich beiße zu wie ein Haifisch. Ich muss nur den richtigen Moment abwarten. Und wer nicht aufgibt, ich wiederhole mich, siegt. Und das, was vor Gericht stattgefunden hat, das habe ich in verschiedenen Unis, nicht nur in Bayern, kommuniziert. Und die haben gesagt, ich soll diesen Fall gerne vortragen. Und den werde ich vortragen. Und wissen Sie warum? Weil bei den kommenden Professoren, bei den kommenden Justizkräften, die hier ausgebildet werden, muss das eine Lehre sein, dass man nicht so asozial, insozial, ich sage asozial, damit das auch die normale Bevölkerung versteht, Menschen in den Notarztkoffer steckt. Ja, Sie wissen, was ich meine? Ich meine hier den Transporter. Das ist ein Notarztkoffer. Bewusst habe ich das gesagt. Weil soweit ist nämlich die Mutter mit Kind. Und da muss doch ein Richter mal das Gehirn einschalten, wie er die Gesellschaft vernichtet. Wenn er der anderen Seite, den Lügenbaronen sozusagen, Recht gibt, da stimmt doch was nicht. Das ist empfindlichst anrüchelt. Und deswegen muss hier ein Zeichen gesetzt werden. Es müssen Zeichen gesetzt werden. Das ist Mürderaub vom Feinsten. Und der Schadenersatz, der darf niemals unter 5 Millionen Euro sein. Sie verstehen warum? Weil wenn Frau Viktorowna, wenn sie tot ist, weil einfach das einen zermürbt, vernichtet, dann helfen die 5 Millionen Euro Schadenersatz oder 50 Millionen Euro Schadenersatz auch nicht. Haben Sie verstanden? Hohes Gericht? Ich hoffe. Ich weiß, ich bin dicht. Und ich weiß, von was ich spreche. Und da kann man nicht mehr zuschauen. Und dann wird man auch nach Möglichkeit bei den Einlasskontrollen künftig nicht mehr schikaniert. Denn das heißt, man will sämtliche Beweismittel beiseite halten, damit man nichts gegen Fehlurteile unternehmen kann. Aber bitte denken Sie daran, ich spiele Schach und nicht in der Kreisliga. Das heißt, es gibt andere Wege, um aufzuklären. Aber ich kläre fair auf und nicht unfair, wie Sie unfair aburteilen.
Machen Sie sich Gedanken. Und die Justiz soll angeblich für die Menschen da sein. Wenn dieses sogenannte Placebo-Wort in der Tat Früchte tragen dürfte, dann würde auch der Herr Pressesprecher meine Ohren und meine Stimme hören. Sie verstehen? Ich hoffe, meine Ohren kann er nicht hören. Ich hoffe, er versteht, warum ich das sage. Und wenn man dann so gemeinnützig auch denkt, dann soll man auch gemeinnützig im Ausnahmefall handeln. Mollat ist falsch abgeurteilt worden. Und jetzt der nächste Fall? Nein, da kommt ein Krokodil vorher. Und wenn ich mit einem Krokodil vorm Landgericht sitzen muss und stehen muss, ich lasse mir einiges einfallen, glauben Sie mir das. Dafür stehe ich, wie Herr Hipp, für die Kindernahrung mit meinem Namen. Und hier wird abgeflogen zu einem russischen Agenten der Juristerei in Moskau. Und der sagt, das wollen wir mal sehen, ob man kein Gehör findet. Das ist ein Skandal. Da ist ein neues Dach gemacht worden. Ja, warum ist denn ein ganz neues Dach genau auf diese Immobilie gemacht worden, in dem es darunter schimmelt? Das muss doch einen Grund haben. Das wurde auch geleugnet. Und Fassadenrisse gibt es auch. Also, warum haben das die amtlich bestellten, vom Gericht bestellten Gutachter nicht gesichtet? Weil sie so gut sind? Nein. Aber der Hausmanager, der Baumanager, der von einem Juristen, von einem Professor von der Uni das Haus gebaut hat, ich glaube, der hat Ahnung. Und der wird garantiert noch gehört. Glauben Sie mir das. Nur wer aufgibt, der versiegt. Wer nicht aufgibt, der siegt. Und mein Motto, mein Credo ist Muhammad Ali, the greatest of all time. Nicht nur Mandela. Es gibt mehrere. Guten Tag, Mehrmensch. More Rights. Planet White.